Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen hier. Heute fahre ich die 8,8er Flak. Oh, hier geht's schon ab. Beziehungsweise die 8,8 cm Flak 37 Selbstfahrer Fette auf 18 Tonnen Zugkraftwagen. Das ist der vollständige Name hier, so wie er angegeben wird im Spiel. Battle Rating 3,7, Rang 2 bei den Deutschen. Maximalgeschwindigkeit 43 km/h, 25 Tonnen Gewicht und 362 PS. Ja, so viel Leistung hat der Motor. Ich werde mal schauen, was ich hier so schaffe. Ich habe schon ein paar Videos gemacht. Ich mag das Ding ja eigentlich. Das Ding sieht aus wie aus so einem Mad Max Film. Aber aus den alten Dingern, ne? Scheiß auf Remakes, echt. Die sind ja zum Kotzen. Aber, wie gesagt, sieht echt voll verschärft aus. Ich muss immer grinsen, wenn ich das Ding von vorne sehe oder wenn jemand an mir damit vorbeifährt. Sieht irgendwie so altmodern. Altmodern, das Wort gibt es eigentlich nicht. Aber das ist so, wie man sich... Oder wie es damals als modern empfunden wurde. So, und wir haben ja vorher diese Art Schaufel da dran. Oder zum Rammen hier. Das sieht ja echt schon schräg aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier auch ein paar One-Shots hinkriege. Bisher hat es ganz gut geklappt. Natürlich wurde ich auch mal weggeschossen. Ich habe ja keine große Panzerung. Aber ich muss dazu sagen, dass die Fahrer, also die Kanzel vorne, die Kabine, ziemlich viel aushält. Hinten natürlich nichts, aber die Panzerung von dem Geschütz selber, wenn es in die richtige Richtung zeigt und dann nur mit MG geschossen wird, hält auch einiges aus. Ja, so viel dazu. So, ich werde mir jetzt erstmal eine Position suchen. Halt auch mit zum Platz hier. So, ist da was? Da ist auf jeden Fall was. Wir wollen aber nicht gleich die Klöten wegballern lassen hier. Was ist das? M10? Scheiße, jetzt stehen mir natürlich alle ein bisschen blöd hier. Geschützrohr, das war natürlich auch ein bisschen blöd, weil natürlich auch alle vor und zurückfahren, weil keiner will sich zuerst wegballern lassen. Okay, also One-Shot wird das schon mal nicht hier. Der Panzer 4 hält natürlich auch ein bisschen was aus. Mein Gott, der will nicht verrecken. Er will nicht verrecken. Kratzt mir einer hier am Lack rum. Jetzt aber, ja. So sieht das aus. Shit. Schnell löschen. Oh Gott. Ich glaube, das war's jetzt. Nee, ich kann schon wieder. Woo. Und wer ist weg? Und er ist weg. Schöne Sache. Ich fahre wahrscheinlich eh noch eine Runde. Und auch der ist weg. Das ist einfach mal der Wahnsinn, oder? Leider zu viel Zeit dazwischen gewesen. Sonst wäre es ein Doppelschlag gewesen. Oder ist das noch ein Doppelschlag? Nee. Ja, ich gehe in die Luft. Habe ich jetzt nicht angegeben, aber man hat es natürlich gesehen. Scheiße. Es ist ja auch so ein Glücksspiel hier. Ich hasse ja eigentlich diese ganzen Luftangriffe. Denn wenn ich mit Flugzeugen fliegen will, dann gehe ich verdammt nochmal in die Luftschlachten hier. Und gerade mit Raketen bin ich auch super schlecht. Aber hier stehen die alle so voneinander hier. Vielleicht treffe ich was. Nee. Also treffen schon, aber nichts abschießen. Will mir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Ja, Artilleriefeuer ist natürlich blöd, dass ich jetzt hier den Mann auswechsle oder einwechsle. Oh shit. Ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Sieht er mich auch? Ich hoffe nicht. Doch, er sieht mich. Ich sag, das Ding ist eigentlich richtig geil. Aber ich muss schon wieder den Feuerlöscher benutzen. Ich werde bekloppt. So, das war's dann jetzt auch. Noch ein Brand, ich bin hier hinüber. Da ist einer in der Ecke. In der Seitenstraße. Schon wieder Artillerie. Ich glaube, diesmal halte ich das nicht aus. Und ich kann mich nicht bewegen. Oh shit. Wo war der denn jetzt? Was durch die verdreckte Artillerie. Hätte ich die Artillerie nicht gekillt, ich glaube, den hätte ich noch fertig gemacht, den anderen da. Da bin ich mir ziemlich sicher. Scheiße, Mann. Aber okay, wir haben 4 Kills gemacht und das war keine KI oder sonst was. Bodeneinheiten gekillt. Selbst persönlich. So, Panzer 4 F2. Eigentlich auch eine coole Karre, wollte ich gerade sagen. Das klingt so, als würde man hier irgendwie durch die Gegend cruisen. Wir versuchen den da auszuschalten.
Wenn die mir so viel Artillerie raufschicken, dann kriegen die genauso viel zurück. Versteht sie von selbst. So, ich gehe auch noch mal kurz in die Luft. Irgendwo hinstellen, wo ich nicht gesehen werden kann, beziehungsweise wo ich sofort schießen kann, falls einer gerade zufällig vorlugt. Ich finde es ein bisschen schwieriger geworden, diese blöden Bomber abzuschießen hier. Normalerweise, also ich habe mir jetzt angewöhnt, eigentlich nur reinzugehen, wenn Bomber reingehen oder Schlachtflugzeuge, um die abzufangen. Alles andere, die scheiß Jäger sind mir eigentlich ziemlich egal. Das kriegst du nicht mehr so einfach runter heutzutage, sag ich mal. So, keiner kam hier, super. Ups. Da ist er. Und schon 5 Kills. Was waren das jetzt? 5, 6 Minuten? Oh, eine schöne Sache. So, ich kann noch mal rein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt reingehe. Ne, ich glaube nicht. Jetzt sind mir nämlich zu viele hier und ich will noch was wegschießen. Zeigt sich gerade keiner. Schade. Komm, ich sehe ihn. Zack, der ist auch weg. Also, ich kann verstehen, dass einige sagen, so diese Panzer 4 Fahrzeuge sind ziemlich op. OP? Das sind sie eigentlich auch. Aber ich glaube, man beschwert sich nicht, wenn man sie selber fährt, oder? Da ist man doch froh, dass man so eine Karre am Start hat hier. Muss ich noch ein bisschen vor? Oder geht das so? Ne, es geht so. Super. Scheiße, ich wollte eigentlich mit dem Bomber rein. Und ein bisschen Artillerie raus hier. Ja, leider war ich nicht lange genug mit der 8.8er Flak drin. Das ist halt blöd, wenn man auch keine Panzerung hat und dann so ein oller Artilleriesplitter einen da natürlich die Mannschaft weghaut. Ich sehe da noch einen auf der Karte. Aber wenn die anderen nicht gespottet sind, da ist noch einer. Gut, dass er da hingeschossen hat. Da weiß ich natürlich, dass er da ist. Da schießt auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist keiner mehr. Ich cap jetzt mal einfach mit. Komm hier ran. Das war ja wirklich, das war wirklich ein Glückstreffer. Man hat ja gesehen, ich habe den gar nicht im Visier gehabt. Ah, oh, mit dem ist nicht mehr so einfach hier. Oh, den hat's ausgeschaltet, rausgehauen. Er wurde ausgeschaltet, ihn hat's rausgehauen, so. Na, dann brauche ich ihn nicht, da ist noch einer. Scheiße, beweg dich doch nicht, wenn ich schieße, Mann! Leider nicht mehr zu sehen. Da. Komm mal. Drecksau! Oh ja, Bomben. Zeit mal Fersengeld zu geben hier. Wir können ja noch gewinnen. So, jetzt aber rein mal mit dem Bomber. Ehrlich gesagt, ich finde eigentlich dieses ganze... Scheiße. Diese ganzen Luftangriffe, wie ich schon sagte, finde ich total bescheuert. Also ich mochte das, wie es am Anfang war, als noch keine Luftunterstützung war. Und ich finde, man sollte das System überarbeiten, sodass das Team insgesamt Punkte sammeln kann und einer, der dann ganz oben ist, also der die meisten Punkte hat, dass der dann fliegen kann. Oder irgendwie sowas. Oder dass man welche rufen kann, etwas intelligentere KI, die dann halt Bomben abwirft und dann das gegnerische Team Abfangjäger halt losschicken kann. Aber halt alles KI, das wäre irgendwie besser, als wenn hier sich irgendwelche Leute... Immer ihre Kills farmen, gibt es ja auch genug. Oh, das wird nichts. Gibt es ja auch genug. Nur durch Air-Kills hier mit Bomben und sowas alles. Das finde ich total scheiße.
glaube, ich kill hier keinen. Ja, mit dem B-Bombern ist man auch irgendwie schnell unterwegs. Ich kill weniger mit dem B-Bombern als durch langsamere Bomber oder Schlachtflugzeuge. Die Zis kriegt bestimmt auch noch weg. Ja, ein Crit ist schon mal. Juhu! Oh, ist ja der Knaller. So, jetzt habe ich ja selber schon 10 weggeschossen. Das müssen ja bald mal die alle ihre Fahrzeuge verloren haben. Hoffe ich doch. So, ich rufe gleich mal an. Frag, wie es aussieht. Die Zelle steht ja noch. Aber diesmal läuft es ganz gut. Wir schießen wirklich ganz gut was weg. Oft habe ich ja, dass einige, ich sag mal, wenige Teammitglieder sich anstrengen und der Rest ist einfach, kriegt nichts auf die Ketten hier und dann verlieren wir natürlich und dementsprechend sieht es auch in der Wertung aus. Ja, der wollte mich jetzt, was war das denn? Pfeifenreiniger, echt. So, ich probiere es mal mit Arti hier. Ich glaube, den kriege ich nicht. Ich könnte nochmal mit Schlachtflugzeug rein. Weiß nicht, ob ich das mache. Ich glaube, das spare ich mir. Ja, da ist er. Steht ein bisschen blöd jetzt für mich hier. Geht doch noch mal rein, weil... Kacke, kacke. Oh shit, oh shit! Irgendwo hinter dieser, das ist eine Mauer oder so. Gucken, dass ich ihn von oben irgendwie wegkriege. Vielleicht hat sich das auch schon erledigt, weiß ich ja nicht. Das war's. Das war's. 10 Kills. Schade, das hätte auch echt gesessen hier. Ja, was soll ich sagen? 8-8er Flak, leider nicht lange genug drin gewesen, aber ihr habt das Potenzial ja gesehen. Aber ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das gucken wir uns nochmal an hier. Ah, Spielerstatistik. 10 Kills. Herrlich, herrlich, herrlich. Sag ich mal. Ja. Also, ciao, ciao. Ich weiß gar nicht, was ich hier laber. Bis demnächst. Haut rein. Macht es gut. Und viel Spaß beim Zocken. Ne? Bis dann.